So. Zoom und Facebook Live bereiten sich vor, dass wir gleich online sind. Ich nehme noch einen kleinen Schluck von meinem Chiseko. Ja. Mein So, Tee. wunderbar. Da funktioniert's. Jetzt schaue ich kurz noch einmal auf dem Handy nach, ob alles passt. Yes, wir sind live. Wunderbar. Ja, Wunderbar. hallo und herzlich willkommen zu Giseco bei mir, Perlen des Südens im Gespräch. Heute bei mir zu Gast die liebe Maggie Junger aus Deutschland. Ja, hallo, liebe Maggie. Hallo, liebe Tanja, danke für die Einladung. Ich freue mich, heute hier zu sein mit dir. Ja, ich freue mich auch voll. Und bevor wir zu dir kommen, kurz noch ein bisschen Einleitung für all diejenigen, die ja das erste Mal zuhören. Also, warum Giseco bei mir? Was tun wir hier? Wer bin ich in dem ganzen Setting? Also, mein Name ist Tanja Dobotzky. Ich bin Ringana-Partnerin schon seit, ja, jetzt wären es dann bald 18 Jahre. Ja, also jedes Jahr kommt ein Jahr dazu. Huhu. Und ja, ich habe einfach ein riesengroßes Team aufgebaut. Gebaut mit dem Unternehmen Ringana. Ringana ist ein Unternehmen aus der Steiermark in Österreich und die machen frische Hautpflege und frische Vitalstoffe. Alles zum Thema Gesundheit, Schönheit, Wellness, Lifestyle. Und ja, im Zuge dieses Business, das ist ein Empfehlungsmarketing, ist es mir einfach gelungen, ein riesengroßes Team aufzubauen von über 15.000 Partnern und Partnerinnen in ganz Europa und jetzt ganz neu auch in Mexiko, ja. Ringana ist ja nach Mexiko gegangen. Und da habe ich auch schon an die 1000 Partner. Und es ist einfach, ja, himmlisch und wunderbar. Und wer weiß, was da noch alles kommen wird. Und ja, ein paar davon, von diesen über 15.000, sind ganz besondere Menschen, weil die wollen nämlich bis an die Spitze. Das sind sozusagen meine Leaders in meinem Team. Das sind die Perlen des Südens. Und die Perlen des Südens, die wollen ein bisschen mehr vom Leben, schauen über den Tellerrand hinaus, sind einfach auf einer bewussten Art und Weise absolut, ja, expandierend. Ja. Wir haben ein Motto und das bedeutet, im Miteinander mehr erschaffen. Was sich auf unterschiedlichste Art und Weise immer wieder zeigt. Wir haben eine Perle, die ich jedes Jahr zu Weihnachten, zur Weihnachtsfeier quasi ja, schenke. Maggie, wie schaut es denn bei dir aus? Deine Perle, holst du dir die jetzt? Ja, genau. Das, genau, ich plane noch. Weil da muss man natürlich extra nach Klagenfurt kommen. Genau. Frankfurt, der Nabel der Welt, ja, wo alle hinpilgern, ja, um sich dann die Perle des Südens abzuholen. Und wir haben ein Getränk, der Chi. Genau. Interessanterweise schaut es bei uns heute anders aus. Das liegt daran, weil ich heute fremd gehe. Ich nehme, ich trinke heute ein Di, weil schmeckt auch besonders gut, weil die Chi-Lieferung so noch nicht da ist und der Chi-Punsch, der ganz neue, den wollte ich jetzt am Vormittag nicht trinken. Der hat für mich so Abendcharakter. Und ja, deshalb habe ich mir jetzt gedacht, ich trinke heute mal ein Di. Ja, so viel zu uns einmal oder zu mir. Und mir ist aber ein Herzensanliegen, dass diese erfolgreichen Partner und Partnerinnen, die Perlen des Südens, einfach auch ihre Geschichte erzählen, dass ich sie vor den Vorhang hole und dieses Setting Giseco bei mir, das ist der Rahmen dafür. Und heute eben bei mir die liebe Maggie aus Deutschland. Und liebe Maggie, jetzt kommen wir zu dir. Magst du uns bitte kurz vorstellen, beziehungsweise die Frage Nummer eins immer, wer ist Maggie Junger? Ja, danke schön für die schöne Anmoderation. Also, mein Name ist Maggie Junger. Wer bin ich? Ich bin eine verheiratete Frau mit zwei kleinen Kindern noch und bin 42 Jahre jung und komme aus Deutschland, hat Tanja schon gesagt, und zwar aus der Mitte, aus Hessen ungefähr, also nicht ungefähr in Hessen. Und arbeite jetzt tatsächlich schon seit über 4 Jahren mit Ringana zusammen. Das eigentlich immer auch nebenberuflich, denn ich komme nämlich hauptberuflich aus der Baubranche. Ja, und habe mich genau jetzt für Ringana entschieden und arbeite jetzt mit Ringana und mit meinen Kindern und meiner Familie. Ja, das zu mir. Cool. Und ich, Maggie, Stärken, Schwächen, wie schaut man aus? Alles genau. klar oder? Ja, also Stärken würde ich einfach sagen, einfach, dass ich
mich selbst motivieren kann und auch wirklich immer offen für Neues bin. Und meine Schwäche ist noch die fehlende Geduld oder die Geduld, ja, aber da arbeite ich dran, das ist alles gut und ich weiß ja, dass es da ist. Also ein bisschen Ungeduld, ja. Das eint uns alle, gell? Wir wollen alle immer schneller und besser und höher und weiter und das jetzt, ja. Aber das ist ein schöner Lernprozess. Und dass du dich selbst motivieren kannst, ist natürlich in so einem Business wie Network Marketing, ja, wichtig und sehr, sehr hilfreich. Sehr cool. Also die besten Voraussetzungen. Du, Maggie, du sagst, du bist aus der Baubranche, ja. Und das hast du wie viele Jahre gemacht? Ich glaube, über 20, gell? Ja, ich glaube, es waren so ungefähr, also genau gesagt, 23 Jahre waren es tatsächlich. Okay. Was kann ich mir so vorstellen unter Baubranche? Was war das für ein Unternehmen? Was hast du dort gemacht? Ja, also ich habe da tatsächlich auch gelernt, also ich habe da meine Ausbildung gemacht und dann so rückwirkend gesehen, ich habe ja noch meinen Betriebswirt nebenher gemacht, also neben der Arbeit, 3 Jahre lang in der Abendschule, am Wochenende in der Abendschule gesessen. Also fällt mir da schon auf, ich wollte immer, also ich brauchte immer ein bisschen mehr. Und genau, also das war ein Bedachungsfachhandel. Also es ging halt wirklich nur um Dach und Fassade. Und da ich da wirklich gelernt habe, fand ich da wirklich jede Abteilung, ob es jetzt die Buchhaltung war, ob es der Einkauf war, auch Spezialabteilungen aus dem Verkauf. Genau, also ich habe da quasi so jeden Platz gekannt und konnte es auch vertreten. Genau, ich war nämlich am Anfang ein Springer quasi, der immer Vertretung für andere Menschen gemacht hat. Also ich war dann immer schon offen für Neues und mir hat das Spaß gemacht. Die Allrounderin. Und das ist ja auch spannend, ja. Erstens einmal eine Frau und Baubranche, gell? Das ist schon einmal so nicht so oft, gell? Und zweitens dann auch von der Baubranche in die, ja, Beautybranche, Networkbranche, ja. Also es ist schon sehr, sehr faszinierend, ja, Maggie. Also wirklich beeindruckend. Wie kam es denn, dass du dann zu Ringana gekommen bist? Also wie Ja. ist es vonstatten gegangen? Okay, dann erzähle ich mal. Also es war ja schon immer, habe ich ja, also ich wollte schon immer was Selbstständiges machen. Das war schon immer so drin, dass ich gerne meine Zeit selber einteile und irgendwas Gutes tue. Und ich glaube, es sind jetzt 12 Jahre, vor ungefähr 12 Jahren wurden wir vegan, also mein Mann und ich, fast zeitgleich ein bisschen zeitverzögert. Also er kam noch hinterher. Ja, und dann hat sich einfach unser Leben verändert, ja, also dieses ganze Bewusstsein, es fing wirklich an mit, also wir sind vegan geworden aus gesundheitlichen Gründen, wir wollten einfach gesünder leben und wollten gucken, was gibt's da so und haben uns damit beschäftigt und uns ging's super gut, es war echt cool, da gab's auch tatsächlich noch nichts so wie jetzt auf irgendwelchen Käse oder irgendwelche Wurst, also wir standen wirklich nur in der Küche und haben irgendwelche Sachen ausprobiert, irgendwelche Käsealternativen und so ein Zeugs. Aber es hat trotzdem super Spaß gemacht. Und dann ging es halt auch weiter. Dann hat man sich tatsächlich damit beschäftigt, boah, warum gibt es eigentlich Milch und wie werden denn die Tiere gehalten? Dann war es natürlich ganz grausam, was man dann so hinter der Fassade gesehen hat. Also man hat sich einfach so dieses Bewusstsein hat sich einfach entwickelt. Dann ging es mit natürlich mit Mode weiter, faire Mode, faire Pflege, Kosmetik und natürlich Supplements auch. Das war ja auch ein Thema, weil alle ja Angst hatten, dass die Veganer natürlich dann total unterversorgt sind. Und da hat man sich natürlich auch dann mit beschäftigt. Ja, und so ging unser Weg einfach in diese Richtung. Und ja, und eines Tages war ich auf einer veganen Messe tatsächlich, wo ich mir einen Mixer kaufen wollte, weil wir so cremige Smoothies haben wollten. Und dann ist mir Ringana begegnet. Also vor allen Dingen auch meine Mentorin, die liebe Brigitte. Ja, und dann habe ich mir einen Fußbalsam und ein Zahnöl da gekauft, das weiß ich. Und das Fußbalsam hatte ich auch immer nachbestellt. Und es hat ein Jahr lang gedauert. Und dann habe ich gedacht, okay, bräuchte mal so eine neue Gesichtspflege, habe da jetzt noch nichts Tolles gefunden. Dann frage ich nochmal diese Brigitte da, ne? Also, und dann habe ich Kontakt mit ihr aufgenommen und ich weiß schon gar nicht mehr so, wie genau das war, aber sie hat dann gesagt, ja, wie sieht es denn eigentlich mit dem Business aus, ne? Und ich wusste, dass Ringana auf jeden Fall natürlich ist, dass, und keine Tierversuche, vegan, aber so viel wusste ich halt nicht.
Aber erstmal habe ich mich natürlich für meine Mentorin entschieden, weil die ging mir nämlich nicht aus dem Kopf. Ich fand die richtig cool. Sie war so eine richtige Powerfrau und Geschäftsfrau und dachte ich mir, okay, es passt ja alles. Ich brauche eh so Kosmetik und ich probiere es einfach mal aus, ne? Voll Ja. cool. Cool. Und so hat es begonnen. Ihr habt zwar kleine Kinder, sind die jetzt auch alle schon immer schon vegan? Genau, ich hatte komplett zwei vegane Schwangerschaften und die Kinder werden auch, also leben auch vegan oder werden vegan ernährt auch und ja, alles, was so drum dazugehört. Und mein Sohn, der ist ja 7 und für ihn ist es so selbstverständlich, also ich spreche auch immer mit den Lehrern oder früher auch mit den Erziehern, er isst nichts, was nicht vegan ist. Und dass es nicht von uns einstudiert ist, ist einfach, er kennt es einfach nicht anders, ne? Kennt es nicht anders, sehr cool. Mal sehr beeindruckend. Also, so by the way, Chapeau. Sehr, sehr cool. Ja, und zurück zu Ringana. Das heißt, dann hast du quasi für dich erkannt, weil du wolltest ja immer schon was nebenbei machen und da plötzlich war etwas, was gepasst hätte, gell, und was gepasst hat. Und das ist jetzt 4 Jahre her. Was hat sich daraus entwickelt, liebe Maggie? Ja, der Wahnsinn, also das ist echt voll verrückt, ja, was sich daraus entwickelt hat. Also natürlich habe ich mich vor allen Dingen entwickelt, also in Richtung, wie ich mich verändert habe und mein ganzes Leben hat sich verändert. Also ich bin jetzt tatsächlich mit Ringana alleine und die Kleine ist jetzt erst 2, die wird natürlich noch von mir betreut, noch ein Jahr. Das hat sich verändert, dass ich theoretisch schon das erreicht habe, was ich wollte. Ich wollte selber meine Zeit einräumen und ja, und in mir hat sich selbst viel verändert, da ich einfach eine ganz andere Arbeit kennengelernt habe. Ja, ich habe jetzt, also mit Brigitte vor allen Dingen, ne, also wie es gestartet ist mit Ringana, kann ich jetzt noch mal kurz erzählen, weil ich habe mich ja für Brigitte entschieden dann und dann bin ich losgestartet und ich habe einfach gleich gemerkt, bevor ich diese tollen Werte von Ringana kannte, also die noch zusätzlich dazukommen, wie wertschätzend hier miteinander umgegangen wird, ja. Also der hat immer meine Stärken gesagt, die sagt, hat immer, also in mir das gesehen, ne, was ich gut kann und das kann ich tatsächlich aus meiner vorherigen Arbeit nicht. Weil ja, das einfach nicht üblich ist, ne? Also wenn irgendwas schief lief, dann wurde man so gesehen angesprochen, ne? Vorher nicht. Und das war das Besondere. Und das ist auch das, was ich quasi gelernt habe und das auch natürlich an mein Team weitergebe. Ich habe jetzt mittlerweile auch ein Team von circa 50 Menschen, die mit mir zusammenarbeiten. Cool. Ja, und Höchste Provision, darf ich das fragen? die höchste Provision. Das waren 3.700. Yes, Euro, gell? Genau, Euro. Richtig. Muss man Sehr dazu cool. sagen, mit der internationalen. Ja, genau. Ja, sehr, sehr cool. Sehr cool. Ja, genau. Und Und macht jetzt Ringana Only? genau, ich mache Ringana only und Okay. ja. Also und mein Kind halt noch, ne? Das ist immer noch Hey, da. die Kinder, die sind ja da, gell? Genau. Aber jetzt Baubranche bist du nicht mehr. Also in dem. Nein. Wow. Ja. Na, und das ist das, also wo du mir das jetzt erzählt hast, gell, dieses, bei uns sehen Menschen in den anderen die Stärken und man sieht, was gut läuft und was jemand gut kann, die tollen Fähigkeiten, gell? Und auf das wird der Fokus gelegt und auf das wird das Augenmerk gelegt. Und das ist, glaube ich, etwas, was echt besonders ist im Network und natürlich bei uns im Team besonders, weil. Ja, weil das, so wie du sagst, das kennt man so nicht, gell? Ja. Echt Gänsehaut kriegt, weil, ja, und die Brigitte macht das sicherlich total toll, und sehr besonders und du lernst davon, bist beeindruckt und fühlst dich, glaube ich, dann einfach auch angekommen, willkommen, wertgeschätzt, gell? Und gibst das Ganze natürlich dann weiter in dein Team. Richtig, genau, ja. Sehr schön. Ja, so macht Arbeiten Spaß, glaube ich, gell? Wirklich, ja. Und ich wollte auch darauf sagen, es ist auch ganz wichtig. Also ich wollte jetzt auch das Unternehmen da nicht schlecht machen, wo ich vorher war. Das ist überhaupt nicht meine Na. Absicht. Aber ich wollte nur sagen, das ist einfach so in der Wirtschaft, das ist einfach normal, dieser Ton. Und wenn man dann einfach so hier bei uns arbeitet, das ist einfach so anders. Also das war für mich das Besonderste überhaupt, ne? Genau so ist es. Es ist eben, man merkt einfach, es gibt noch was
echt anderes, gell, was auf einer ganz anderen Ebene schwingt und auf ganz einer anderen Frequenz einfach auch schwingt und was das mit uns Menschen machen kann, gell, wenn man wirklich bestärkt wird, ja, zwar oft, wow, cool. Ja, du und so jetzt Herausforderungen in diesen 4 Jahren, gell, war immer alles easy. Natürlich nicht, ja, aber ja, also es gab natürlich Herausforderungen, aber da ist halt auch wieder das Besondere, dass du ja eben auch das ganze Team hast, ne? Also die Downline, die Upline, das ist ja alles da und dass du dir immer Hilfe holen darfst, ne? Wenn es wirklich mal nicht geht, da sind Menschen da, die mit dir, die dich dann vielleicht auch stärken, weil sie ja eben den Weg schon gegangen sind, ne? Und wissen, wie es dann läuft. Und das ist halt nochmal so besonders für mich, das habe ich besonders gelernt, ja, an Möglichkeiten zu denken und dass es einfach dazu gehört, ja, dass es einfach Herausforderungen gibt, die gibt es immer, wird es immer geben. Absolut. Hast du irgendeine Herausforderung im Kopf, die dich besonders beschäftigt hat? Ja, tatsächlich auch so das Loslassen auch, ne, und das ist, also das wir so begeistert sind und denken, boah, wir haben voll die coole Chance, wieso verstehen das die Menschen? Wir haben so coole Produkte, wir haben hier was richtig mega Cooles in der Hand und derjenige, der versteht es einfach nicht. Und, ne, und das war so die Herausforderung für mir. Dann habe ich das so persönlich genommen und dann irgendwann verstanden, dass es ja gar nichts mit mir zu tun hat, sondern der Mensch ist einfach noch gar nicht so weit und möchte einfach was anderes und dass es auch okay ist. Ne? Das ist vollkommen in Ordnung. Auch andere Sachen natürlich gut zu finden, ne? Und ja, und das Loslassen eben, das Loslassen und die Menschen dann auch wirklich dann auch dann von selber kommen, ne? Wenn sie es. Ich sage immer, irgendwann kommen sie alle. Genau. Ich glaube, das hast du auch schon erlebt, gell? Ja, definitiv, ja. Genau. Also das war somit, es sind auch ganz viele andere Herausforderungen noch gewesen, ne? Hast du noch eine zweite? Ja, das Zweite ist natürlich dann immer diese Ablehnung, ne? Also am Anfang, ganz am Anfang bekommt, hat man es ja mit Ablehnung zu tun, wenn man jemandem was anbietet und eigentlich im Prinzip schon so ähnlich, ne? Auch loslassen. Hat nicht, also vor allem das größte Längen, dass es nichts mit mir zu tun hat, ne? Das ist ja nicht meins. Okay, ja, das ist eh, das ist, also wenn man das schafft, gell, dann kann man in dem Business echt groß werden. Aber das ist sicherlich eine der größten Challenges, bin ich total deiner Meinung. Cool. Ja. Und dein Mann, taugt dem, dass du Veganer machst? Ja, voll. Also ohne seine Unterstützung und wäre das ja, das weißt du ja selber. Ich meine, dein Mann ist ja, unterstützt dich ja auch und das ist einfach total wichtig, ne? Und das gibt ja auch einem ein gutes Gefühl und deswegen kann ich dann ja auch da so wachsen, mal dabei sein bei den Veranstaltungen und er hat halt dann die Kinder und alles, ne? Das ist, ja, also Männer sind ja immer, wie sagt man immer, Zahlen, Daten, Fakten und so, ne? Und das versteht er schon. Und das gibt Und ich mir auch ein glaube, gutes Gefühl. 3.700 € sprechen auch für sich, gell? Ja, Voll genau. Das ist ein cool. ganz viel, ja. Ja, sehr, sehr cool. Du, und so, du bist ja auch eine Perle des Südens, gell? Und vielleicht kommst du nach Klagenfurt am 13.12. zur Weihnachtsfeier, gell? Und holst dir deine Perle live ab. Aber so Connection oder Erfahrung mit Perlen des Südens, wie empfindest du dieses Miteinander? Also, weil eben, du bist ja doch, oder ihr seid ja da im hohen Norden da draußen, gell? Das Ganze ist ja gewachsen vom Süden von Österreich, aber wie empfindest du dieses Miteinander, diese Community? Ja, echt total schön. Also muss ich auch sagen, wir haben ja auch in den letzten Jahren ja besonders viel online gearbeitet und so durfte ich ja ein paar Sachen erleben, ne, von den Perlen des Südens. Und ich habe jetzt bei einem Coaching von dir, was wir gemacht haben, was du mit uns gemacht hast, was du uns angeboten hast, ne, da habe ich die Melli kennengelernt. Es ist einfach ein ganz tolles Miteinander. Es ist einfach total schön. Also einfach auch Menschen, die auch dann schon erfolgreich sind und einfach schon andere Herausforderungen wieder haben, sich mit denen natürlich zu vernetzen und auch dieses Miteinander. Die Melli hat mir zum Beispiel für eine italienische Kundin hat sie mir eine Sprachnachricht zum Business aufgenommen. Ne? Das ist einfach so toll. Und ich meine, sie hat ja eigentlich nichts davon. Ne? Und ja, sie hat mir ein Geschenk noch geschickt, so ein richtig tolles Buch und einen Kaffeebecher. Das würde ich nicht vergessen. Es ist einfach so menschlich und
Ich habe mich so gefreut. Ja. Ja, ich freue mich auch, wenn sich meine Perlen so gut miteinander verstehen und sich vernetzen und austauschen und sich gegenseitig einfach unterstützen und wachsen an dem Ganzen, ja. Weil man allein macht das alles weniger Spaß, gell? Man kann auch, aber zusammen ist das einfach mit einem unglaublichen Mehrwert natürlich verbunden. Total, total, ja. Voll Das kann ich schön. auch bestätigen, ja. Das größte Geschenk für dich in den ganzen 4 Jahren, hast du da? Ja, das größte Geschenk ist natürlich auch wirklich dieser Wachstum, also Wachstum an mir selber, ne? Also dieses diese Mindset-Arbeit, ne? Also dieses, wie ich persönlich gewachsen bin, ne? Also ich meine, ich arbeite jetzt mit Instagram, das habe ich mir im Leben nicht vorstellen können, mit irgendwelchen Kameras zu sprechen, mit mir selbst zu reden oder mich zu zeigen, ne? Also solche Geschichten, ne? Und natürlich bin ich auch, was auch so das mein Selbstbewusstsein ist, da bin ich auch gewachsen und ja, und das darf ich ganz vielen Menschen weitergeben und das ist so schön. Okay, also dein Mann hat eine ganz neue Frau bekommen in den letzten Jahren. Ja, genau. Es wird nicht langweilig. Es wird nicht langweilig, ja, voll cool. Ja. Voll, voll schön. Man, Maggie, das freut mich so, weil eben auch mir, eben so viel haben wir noch nicht zu tun gehabt, gell, aber ich kann mich erinnern, eben dieses Coaching, das war, glaube ich, MFL, gell, das morphologische Feldlesen, da war so eine Tapping-Methode, gell. Und wer das wirklich anwendet, ja, da tut sich einiges, ja. Ja. Aber es ist wie immer die Disziplin, die Konsequenz, gell, die Dinge regelmäßig zu machen. Das ist halt immer eine Challenge, ja, bei vielen oder wenn nicht gleich ein Erfolg da ist oder unmittelbar das spürbar ist, kommt die Ungeduld wieder, gell, das kennen wir alle, gell? Also ist nichts Neues. Genau. Das war auch so besonders. Das kann ich auch nochmal, danke nochmal an dich. Ne? Das ist für mich immer besonders, da wir zwar nicht so viel miteinander zu tun haben, aber du bist eben unsere, ich sag mal, ich bin die zweite Generation von dir und das macht mich unglaublich stolz. Brigitte erzählt ja unheimlich viel von dir, was sie von dir gelernt hat und das gibt sie ja auch an uns weiter. Und deswegen, auch wenn wir jetzt nicht so viel in Kontakt, dann bist du immer bei uns und wir schätzen dich total und wissen, was du für einen tollen Job gemacht hast und sind dir dankbar, dass du losgegangen bist, weil wer weiß, ob wir dann jetzt auch hier wären. Ich glaube nicht. Ja, vielleicht in der einen oder anderen Art und Weise oder eben nicht, aber im Großen und Ganzen genau das ist es. Und deswegen ist jeder Schritt, jeder Neustart so zu begrüßen, gell? Weil es kann so viel passieren und deswegen muss man diese Chance einfach rauserzählen in die Welt, gell? Ob über Insta oder Menschen, die man kennenlernt. Es ist so wichtig, weil you never know, ja, was da passieren kann mit deiner Entscheidung zum Beispiel, Amegi, ja, die 50 Leute, die du schon im Team hast, gell, die werden in kurz oder lang werden nur 500 sein und dann werden es 5000 sein und das ist wirklich eine Bewegung, wo wir was Gutes tun können, wo wir wirklich was bewegen können, gell, immer natürlich jeder auf freiwilliger Basis, aber es ist so magic, absolut voll Ja. schön. Und das ist auch deine Geschichte immer, da denke ich auch immer dran, oder wir haben auch darüber gesprochen, wir kennen ja deine Geschichte und wir sagen auch immer, boah, stellt euch mal vor, die Tanja hätte irgendwie einfach aufgehört oder so. Boah, die hat das voll gut gemacht, ne, dass die einfach weiter, also dass die so viel geschafft hat. Und du bist wirklich eine Inspiration für uns alle. Dankeschön. Aber voll Danke. schön, weil einfach auch zu sehen, dass ihr dann auch so wächst und zur Inspirationsquelle werdet für eure Umgebung, für eure Teampartner und Partnerinnen und für alles, was da bei euch herum quasi sich kreist. Voll, voll schön. Und so wie auch die Brigitte, gell? Also die ist ja wirklich auch eine große Bereicherung in meinem Team und ich bin unglaublich froh und dankbar, was sie auch in Deutschland da geschaffen hat und ja, voll schön. Ja, Maggie, Cool. abschließend, was möchtest du der Community noch mitgeben? Ja, abschließend kann ich sagen, arbeitet wirklich an eurem Mindset und oder bleibt einfach dran. Das ist wirklich ein Training oder macht euch einfach schlau, was bedeutet das Ganze, weil man hört es ja immer so oft, ne? Mindset ist so wichtig und so, aber dass man sich wirklich damit ganz doll beschäftigt und guckt euch Dr. Joe Dispenza an mit Meditation. Das hat Brigitte mit uns ganz viel gemacht. Ne? Also Ja, die was war da genau? Erzähl einmal, noch einmal. ja, Brigitte hat
ich glaube, es war im Februar dieses Jahres, hat sie eine Mastermind-Gruppe gemacht für ihre Firstliner und hat dann, waren wirklich nur ganz ausgewählte Menschen. Und wir haben jeden Tag morgens und abends meditiert. Das tun wir immer noch. Und da hat sich unglaublich viel verändert. Also es ist, glaube ich, würde jetzt den Rahmen sprengen. Ich kann einfach nur sagen, guckt einfach mal, was Meditationen ausmachen, also spezielle Meditationen, vor allen Dingen von Dr. Joy Dispenza, was das gemacht hat. Und Ja. guckt mal gleich, ob es für einen was ist. Genau, wir haben zwar meditiert, wir waren ja auch sehr erfolgreich. Wir haben einen super coolen August gehabt, ne, und ja, haben Zielstufen erreicht. Ja, es funktioniert. Voll cool. Und ich meine, es ist immer wieder, es sind immer wieder die gleichen Ingredienzien, nämlich Regelmäßigkeit Ja. und Konsequenz. Ja, genau. Es ist Ja. eigentlich nicht mehr, gell? Ja. Regelmäßig etwas für längere Zeit tun. Stimmt, ja. Immer wieder das Gleiche. Das ist Eigentlich. ja auch der, genau, das ist ja auch so das Erfolgsgeheimnis, ne, was man sagt, ne, was zu die erfolgreichen Menschen, also ganz egal, wo man Erfolg definiert, ne, dass die einfach dran geblieben sind an einer Sache, egal an was jetzt, ne. Genau. Wow. Ich glaube, wir haben einen Stein der Weisen heute komplett entdeckt. Ja, da kommen uns sogar die Tränen, gell? Genau. Liebe Maggie, vielen, vielen Dank, dass du bei mir zu Gast warst bei Giseco, bei mir. Und ich wünsche dir für deine Zukunft alles, alles Gute. Ich weiß, wir werden noch sehr viel hören von dir, denn es sind sehr, sehr oft die ruhigen, die leisen, gell? Die bis ganz nach oben hinauf sich schwingen und ja wieder Phönix aus der Asche dann einfach emporsteigen, gell? Also, liebe Maggie, alles Liebe und danke dir. Und ja, liebe Community, wow, bin tief beeindruckt heute auch worden wieder von meiner Gästin, von der lieben Maggie. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt Giseco bei mir, Perlen des Südens im Gespräch. Ciao. Danke, liebe Ciao. Tanja. Vielen Dank. Und die denken wir auch die ganze Zeit. Prost, tschüss. Tschüss, genau. Also, ciao, zwei stoppen.